Rahmen des Regelkreissystems der Unternehmensführung wirken die Erklärungsvariablen der elektrischen Theorie fast auf alle Elemente und beeinflussen über viele Wirkungszusammenhänge die Formulierung einer Internationalisierungsstrategie. Die konkrete Entwicklung dieser Strategie eines Unternehmens, dafür sind jedoch die nach einem Wettbewerbsvorteil suchen sollen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Aber hallo, was für ein seltener Gast. Ja, ich hatte viel zu tun, weißt du? Ja, schon klar. Pass aber auf, dass du nicht zu oft zu spät kommst. Sonst geht es wie mir und du musst am Ende alle Klausuren nochmal schreiben. Ja, ich komme am Pott regelmäßiger. Ja, ja, klar. Oh, jetzt muss ich aber auch los. Am Ende merkt sich der Prof noch meinen Namen. Also, mach's gut, Luise. Und lass mich nächstes Mal nicht so lange warten, okay? Ist alles in Ordnung bei dir? Ja, nur Seitenstechen. Okay. Ich werde dich finden, Elfenkönigin. Welcher Narr wagt sich ins Zeitelmoos? Entweder er ist sehr mutig oder sehr dumm. Vielleicht ja auch beides. Wie dankt man es mir? Sie will mich fressen! Was haben wir denn da? Scheint, als hätten wir wertvollere Beute als ein Reh gemacht. Die Prinzessin der Wenden. So ganz alleine unterwegs? Könnt ihr nicht zählen, Franke? Ich meinte natürlich, wenn ich mit den beiden fertig bin. Als würdet ihr mich angreifen. Was sollte mich daran hindern? Oh, auf den letzten Friedensverhandlungen wart ihr sehr höflich, Prinz Ulrich. Mein ganzer Hofstaat hat darüber getuschelt. Ja, man hätte meinen können, ihr seid verliebt. Ha! Mein Hof hat ebenfalls darüber getuschelt, Prinzessin. Es war mir nicht dienlich, als mein Vater davon erfuhr.
Ihr seid euch eurer sehr sicher. Ich muss nur die Hand heben und meine Leibwächter kehren zurück. Aber ist es nicht ein zu schöner Ort und ein friedvoller Abend, um alte Fäden wieder aufleben zu lassen? Dem kann ich nur zustimmen, Prinzessin. Das ändert jedoch nichts daran, dass ihr in meinem Wald jagen seid. Ihr meint wohl im Wald meines Vaters. Es ist bedauerlich, dass ihr nicht einseht, dass ihr dieses Land nicht halten könnt. Mein Großvater hat euch in die hintersten Ecken des Fichtelgebirges vertrieben. Aber ihr taucht immer wieder auf. Tja, Prinzessin, wir Franken sind wie Unkraut. Wenn man uns vernichten will, braucht es mehr als eine Horde Schafe. Ihr seid genauso unverschämt wie damals. Hättet ihr dieses Land aufgegeben, wären die Friedensverhandlungen nicht gescheitert. Und wir beide hätten nicht erst 2 Jahre darauf warten müssen, uns zufällig hier zu begegnen? Wie meint ihr das? Ich erzählte euch von meiner Angewohnheit, alleine jagen zu gehen. Ihr hättet es eurem Vater sagen können und ich wäre schon längst tot. Doch ihr reitet alleine mit euren treuesten Gefährten durch eben jenes Gebiet, durch das auch ich immer streife. Prinzessin, ihr habt mich wohl vermisst? Und wenn dem so wäre? Dann werde ich in 3 Tagen erneut jagen gehen. Diese Lichtung scheint ein beliebter Ort bei Rehen zu sein. Wer zur Hölle bist du denn? Erik? Freund von Joyce. Ganz toll. Gute Nacht. Mich in Ruhe, ihr verdammten Viecher! Seid gegrüßt. Kann ich mich zu euch setzen? Diese blöden Viecher machen mich noch wahnsinnig. Nur zu. Ja!
Schuld, Elfenkönigin! Allein sei nicht schuld. Liborius? Heinrich? Da bist du ja, mein Kind. Das hat ja einige Tage gedauert. Du zupfst Unkraut? Unkraut? Ich mache Tee daraus. Wie geht es dir, mein Kind? Hast du Schmerzen? Ständig. Ich verstehe einfach nicht, was passiert ist. Ah, du solltest mit Heinrich darüber reden. Der ist in der Taverne. In der Taverne? Zu dieser Uhrzeit? Du errätst nie, wen ich gerade getroffen habe. Vielleicht eine kleine, nervige Person aus der Zukunft. Woher weißt du das? Weil ich sonst mit niemandem Kontakt habe, mit dem du befreundet bist, Kurt. Sie wartet draußen auf dich. Siehst schlecht aus. Danke. Ich fühle mich auch so. Wir müssen reden. Aber nicht hier. Sie will reden, Heinrich. Ich weiß, was das heißt. Ach, Kurt, der Frauen verstehe. Hast du eigentlich schon mal mit einer Frau geredet? Ich habe mich regelmäßig mit der roten Sophie getroffen. Die stand am Pranger, Kurt. Ich meinte eine, die weglaufen kann. Ja, dann nicht. Aber ich kann dir trotzdem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Was wird das? Du musst einschlagen und sagen, gib mir 5. Das hat mir Luise beigebracht. 5 was? Das weiß ich auch nicht so genau. Luise, warte mal! Langsam verstehe ich, warum die rote Sophie bei ihrer Hinrichtung so erleichtert war. Ich will die ganze Wahrheit. Es war der Teufel, der echte Teufel. Ich meine so Himmel- und Hölle-mäßig. Was hast du mit ihm zu schaffen? Was hat er mir angetan und wie können wir das beenden? Wir. Ja. Wir stecken da beide mit drin. Kurt, geh mal weg. Wohin denn? Was weiß ich denn? Geh einfach weg. Das wird eine lange Geschichte, Luise. Ja, das war der Teufel. Ich weiß nicht, was er dir angetan hat. Das Mal bekommt jeder, der mit ihm im Bund steht oder sein Opfer wurde. Weil du ihn belauscht hast, hast du eine uralte Regel gebrochen und er konnte dich ohne Hindernisse angreifen. Aber was will er dann von mir? Das frage ich mich auch. Vor einiger Zeit habe ich einen Fehler begangen, Luise. Ich hatte einen Handel mit dem Teufel und habe verloren und seitdem ist er im Besitz meiner Seele. Deiner Seele? Aber Heinrich, man kann nicht einfach so seine Seele aussaugen. Glaub's mir oder nicht? Deshalb das ganze Gold. Du willst sie dir zurückkaufen. Das ist die einzige Chance, die mir noch bleibt.
Schau mal, Heinrich, den habe ich für dich gemacht. Du kannst auch einen haben, wenn du möchtest, Luise. Aber so gut wie Heinrich wirst du damit nicht ausschauen. Warum gehen wir nicht rein? Er traut sich nicht. Bestimmt sind die anderen Knechte vom Bauern drin. Und die ärgern mich immer, also wenn ich alleine bin. Komm, du elendiger Tränensack. Ich bin dir euch nen Met.